Hallo liebe Gitarrenfreunde, heute gibt es einen neuen Riff für euch und zwar von Status Quo Pictures of Magic's Man. Das Intro davon, es hört sich immer ziemlich schwer an, ist aber gar nicht schwer zu spielen. Das werdet ihr gleich merken, wie es zu spielen ist. Ich habe euch kurz gezeigt, wie es geht. Gleich haben wir das Ganze in der Nahansicht und dann könnt ihr es ganz leicht nachspielen. Sollte es Fragen geben, meldet euch bei uns im Forum unter gitarrenspieler.com oder schaut euch dazu das PDF bzw. das Bild dazu an, was ich euch erstellt habe, wo ihr reinschauen könnt. Das Ganze ebenfalls unter gitarrenspieler.com. Also jetzt kommt die Nahansicht für euch. Viel Spaß dabei. Mit der Nahansicht, und zwar spielen wir das Ganze in folgenden Bünden, ziemlich weit unten am Hals. Und zwar brauchen wir folgende Bünde. Bund 13, 14, 15, 17 und 18. Das heißt, ihr müsst mal schauen, die meisten Gitarren haben hier oben Punkte drauf. Wo die zwei Punkte sind, das ist Bund 12, dann kommt Bund 13, 14, 15 etc. etc. Ja, müsst ihr mal schauen, eigentlich hat das jede Gitarre oben drauf, zumindest die meisten. Wenn nicht, einfach mal abzählen, hier hat man noch sonst die Dot-Inlays hier drin, die beiden Punkte. Daran könnt ihr euch orientieren. 2 immer 12, 13, 14, 15, 16, 17 und die 18. Ja? So, ihr spielt wie folgendermaßen. Ihr habt eure Fingerposition bereits ab Bund 13, Bund 14, Bund 15. Die drei Finger lasst ihr am besten immer auf den Seiten. Und zwar auf der zweiten Seite von unten gesehen. 1, 2, hier müsst ihr spielen. Und auch nur diese Seite, keine andere Seite. Andere Seiten brauchen wir nicht. Dann fangt ihr an zu spielen. Ihr schlagt viermal im 15. Bund die Seite jeweils an. Viermal. 1, 2, 3, 4. Dann zweimal im 13. Bund die gleiche Seite. Ja, ich wiederhole nicht nochmal. Es ist immer die gleiche Seite. Merkt euch das. 13. Bund zweimal. Ja, ich wiederhole es nach vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dann im 17. Bund. Da müsst ihr wirklich weit hochrutschen mit dem kleinen Finger. Das Ganze dann viermal anschlagen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein runterrutschen. Einmal anschlagen. Zurück. Einmal anschlagen. Und dann wieder im 15. Bund dreimal anschlagen. Nochmal von vorne. Ich wiederhole es nochmal, also langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 3. Und dann kommt dieses Düdel, din, 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 Düdel, din, din, din. Ist ganz einfach, hört sich jetzt auch wieder schwerer an. Ja, also. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganz einfach. Ja? Ich wiederhole es noch von vorne. Ist ganz einfach. Ich wiederhole es nochmal. Und dann wieder von vorne. Ihr müsst, wenn ihr jetzt im Grunde, dann lasst ihr die Finger einfach alle drauf, alle drei Finger drauf lassen. Und dann schlagt ihr die Seite jeweils wieder an. Ich will uns hier nochmal, dass es besser zu sehen ist. Ist auch keine große Kunst dabei, also ich habe hier keine irgendwie Verrenkung mit meinen Fingern gemacht, sondern ihr schlagt diese Seite, die ihr halt hier habt, immer nur runter an, ja? Immer nur abschlagen. Nichts anderes, nur runterschlagen, ganz einfach. So, ich wiederhole es jetzt nochmal.
ist im Grunde schon gewesen. Ist eigentlich nicht schwer zu spielen. Wenn ihr dazu jetzt noch Fragen habt, nutzt auf jeden Fall aktiv das Forum. Wir helfen euch jederzeit gerne weiter. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euren Amp dazu einstellen müsst, also euren Verstärker im Grunde, wie der eingestellt sein sollte, dann schaut einfach unter dem Riff jeweils nach auf unserer Homepage gitarrenspieler.com. Dort habe ich euch ein Foto eingestellt, wie ihr den Amp einstellen könnt, damit es fast wie im Original klingt, wie bei Status Quo. Also ich wünsche viel Spaß damit und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, meldet euch bei uns. Bis dann!